So, in diesem Video soll es um die Umladung von Kapazitäten gehen. In einem allerersten Beispiel erstmal auch um eine Aufladung der Kapazität und dann Entladung der Kapazität über einen anderen Widerstand, der hier mit RP dargestellt ist. Das kann sogar im schlimmsten Fall der Innenwiderstand des Cs sein, der Parallelwiderstand, der letztlich die Verluste über das Dielektrikum, das sich hier zwischen diesen beiden Platten ausbildet, sein kann. So, was haben wir? Wir haben eigentlich drei Zustände, nämlich einmal den Zustand für T kleiner 0. Da ist das Ding hier ungeladen. Das können wir hier mal hinschreiben. T kleiner 0, UC gleich 0, I gleich 0, also kein Stromfluss. I können wir hier noch, nehmen wir mal das hier als I, noch angeben. So, dann haben wir den zweiten Punkt, die Aufladung nämlich. Da haben wir in dem Bereich 0 kleiner T1 und da haben wir das UC von T ist gleich UQ mal 1 minus E hoch minus T durch RC, also die übliche Ladekurve, und das I von T ist gleich UQ durch R mal E hoch minus T durch RC. Was uns interessiert, ist der Zeitpunkt T gleich T1, da liegt nämlich vor U1 gleich UC von T1, das ist eigentlich nur eine Abkürzung, gleich UQ mal E hoch minus, halt 1 minus E hoch minus T1 durch RC. Okay, damit wir uns das merken können, wird das einmal kurz in Rot unterstrichen. Und wir wenden uns dem dritten Bereich zu, nämlich der Entladung schon wieder. In dieser Situation der Entladung haben wir zunächst mal das Schaltbild umzuzeichnen. Wir haben jetzt nämlich vorliegen einmal das C, das wir geladen haben. Deswegen schreibe ich hier die Spannungsquelle U1 rein und definiere ein UC' und ein gesamtes UC. Und dann haben wir den Parallelwiderstand. Und wir können jetzt schauen, dass dieses hier virtuell ungeladene C geladen wird über RP und die Quelle U1. Das heißt also im Bereich von T1 kleiner t liegt dann vor ein UC' gleich U1 mal 1 minus E hoch minus, aufpassen mit den Zeiten, T minus T1 durch RP mal C. Auch das eine steigende Kurve. Allerdings müssen wir noch aufpassen, dass hier der Spannungsfall andersrum geht, also ein Minuszeichen hier rein muss, da an der Stelle, das ist sehr wichtig, denn im Vergleich auch zum oben links noch befindlichen Bild ist der Spannungsfall von UC' jetzt genau andersrum. Okay, wir können bestimmen, meinetwegen noch das I, das schauen wir uns mal an, lassen wir mal weiterhin in diese Richtung fließen hier, stellen dann aber fest, dass I von T ist gleich, ja auch das geht andersrum eigentlich aus der Quelle raus, minus U1 durch RP mal E hoch minus T1 durch RP mal C. Also eine weiterhin abfallende Kurve, irgendwann kommt der Strom natürlich zum Erliegen und ist vollkommen abgeflaut. Wir brauchen noch das gesamte UC und UC von T ist gleich, wir müssen es aufaddieren, U1 plus UC' von T, also U1 minus U1 mal 1 minus E hoch minus T minus T1 durch RP mal C, fassen zusammen und kriegen raus, dass das hier natürlich ist U1 mal E hoch minus T1 durch RP mal C. So, was haben wir gewonnen? Oder was sehen wir? Ich hole gleich vor allen Dingen an dem Ergebnis, das ich hier schon mal vorbereitet habe, für das Beispiel von UQ gleich 10 Volt,
C gleich 1 Mikrofarad, R gleich 1 Kiloohm. Naja, jetzt können wir uns mal überlegen, wie groß ist denn wohl R, P? Aber das machen wir gleich. So, was sehen wir? Wir sehen zunächst erst einmal 1, betrachten wir natürlich die Stelle T, 1 gleich T, also Spannung springt nicht. Das Spannung ist das Blaue. Können wir auch ausdrücken als Spannung stetig. So, Strom nicht stetig ändert sogar das Vorzeichen. Ich meine, es ist ja klar, letztlich ist der Strom, die Ladung zunächst so rum drauf gekommen und muss dann auch wieder runter. Das heißt, der Strom muss sich jetzt natürlich hier das ändern, die Stromrichtung muss sich ändern oder eigentlich andersrum fließen. Das ist relativ logisch. Dann haben wir hier für Rp kleiner r wird der Strom größer, Strombetrag wird größer. Strombetrag steigt. Das sieht man daran, dass wir hier diese Spitze haben, diese große Spitze haben. Ne? Zu was führt das? Naja, das kann natürlich dazu führen, wenn man jetzt einen Kondensator kurz schließt oder so, dass es einen Lichtbogen gibt. Muss man ein bisschen aufpassen. Ist nicht tragisch, muss man halt ein bisschen aufpassen. So, das wäre genau diese Stelle. So, und die Entladung geht natürlich auch umso schneller, je niedriger das Rp ist. Das ist auch klar, weil ja diese zweite Zeitkonstante hier, das Tau P, gleich Rp mal C ist. Und die kann natürlich entsprechend kürzer sein, wenn Rp kleiner ist. So, damit wird die Energie auch schneller freigesetzt oder schneller abgeführt vom Kondensator. Und wir kommen noch zur Frage, wie groß ist Rp? Nun, vorher hatten wir hier 0,01 Ampere. Nun haben wir hier minus 0,1 Ampere. Das heißt, Rp muss in diesem Fall R Zehntel gleich 100 Ohm sein. Okay. Damit wünsche ich viel Spaß bei der Verwendung des neu gefundenen Wissens.